Und auch besonders, weil sie nämlich in einigen Teilen unter dem Meeresspiegel wir sind geschützt von einem ganz hohen Seegang, sodass uns eigentlich erstmal nichts passieren kann. Aber von den Auswirkungen des Klimawandels sind wir einfach direkt betroffen, denn wie lange können die Deiche noch erhöhen und wie lange wird das gut gehen? Und deshalb haben wir uns im letzten Jahr entschieden, mit zwei Familien und mit Greenpeace gemeinsam die Bundesregierung zu verklagen. Wir ziehen vor Gericht, um die Klimaziele und um die Einhaltung der Klimaziele 2020 zu erstreiten. Bei uns auf Pervom wird zum Beispiel bei den Starkregenereignissen die Entwässerung immer schwieriger. Bei Hochwasser sitzen wir auf unserer Insel, die von Deichen umgeben ist, sprichwörtlich in der Badewanne. Wie lange wird das noch gut gehen, auch wenn der Meeresspiegel ansteigt? Wir wollen nicht warten. Wir wollen, dass die Regierung jetzt handelt und uns schützt. Als Landwirte hatten wir es in den letzten Jahren schwer. Bei uns auf Pervom fühlt es sich so an, dass wir von einer Regenzeit nahtlos in eine Trockenzeit hinübergegangen sind. Ein nasses Jahr und ein trockener Sommer sind natürlich kein Klima. Das weiß jeder eigentlich. Aber ich glaube, dass wir alle die Veränderungen und vor allen Dingen auch die Wetterextreme spüren. Jeder Einzelne von uns kann viel tun und sollte das auch tun. Wir können alle in kleinen Schritten anfangen. Essen ist politisch. Jeder Einzelne von uns kann an der Kasse entscheiden im Supermarkt, welches Essen er kauft und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Viele kleine Schritte bewirken immer große Veränderungen. Ich bin freies Radikal. Aber aus meiner Sicht ist das Problem des Klimawandels einfach viel zu groß, um es nur auf uns selbst abzuwälzen. Neben mir. Wir haben es satt, dass die Politik ihre Ziele zum Klimaschutz nicht einhält. Wir haben es satt, dass die Politik nicht handelt. An den großen Stellschrauben kann eben nur die Politik drehen. Es wird Zeit, dass endlich etwas passiert. Deshalb klagen wir gegen die Regierung. Wir wollen, dass die Bundesregierung endlich wirksame Schritte für den Klimaschutz ergreift. Bitte unterstützt uns dabei. Vielen Dank.